Was sagt Ihnen Anstiften? Ja, ich habe gerade in der Abendblatt-Beilage vor ein paar Wochen die Idee gelesen und gesehen. Ja, habe ich schon mal gesehen. Kennen Sie Anstiften? Nein. Aha. Ach doch, davon habe ich gehört, ja. Wir interviewen Menschen, die zwischen 80 und 100 sind und schreiben das auf. Wir wollen da gerne weitermachen und das kostet natürlich ein bisschen Geld. Und wir haben uns entschlossen, uns jetzt auch mal zu bewerben bei dieser Initiative Anstiften. Ja, super, können wir davon profitieren, ne? Ja, das Ganze ist eine super Idee, denn einige Unternehmen haben noch das Geld. Und die Initiative hat den Enthusiasmus. Gerade so in schwierigen Zeiten wie jetzt, denke ich, ist das durchaus angebracht, dass auch Unternehmen eben halt eine gesellschaftliche Verantwortung tragen sollen. Oh, da gibt es auch viele Projekte, da fällt mir nichts ein. Sportprojekt, Jugendprojekte, Jugendliche von der Straße holen, die unterstützen. Vielleicht noch ein bisschen mehr für Kinder tun. Für die Kinder etwas. Kindergarten in Othmarschen. Für Kinder würde ich sagen. Bildung, Bildung, Bildung. Ja klar, wir machen hier gerade Theater mit Menschen mit Behinderung aus drei verschiedenen Ländern. Und wir überlegen gerade, ob wir das weitermachen können. Für alte Leute, vielleicht für Obdachlose. Ich finde, die Tradition, die gerade Hamburg hat mit der Unterstützung von Stiftungen, ganz hervorragend. Ich finde, das ist wichtig für unsere Gesellschaft. Die Unternehmen leben von den Menschen, die für sie arbeiten, die ihre Produkte kaufen. Und da ist es nichts weiter als eigentlich gerechtfertigt, dass sie sich dann auch engagieren. Mit Geld oder womit auch immer. Ja, das ist so einfach so eine Sache, wo man sagt, okay, ich bekomme was, ich gebe was zurück.